Hallo, zur Folge 24. Hallo. Gut. Gibt gleich wieder was an Blödes. Ja, schöne Patzerei. Komm her. Gut. Oh, wo? Da, hab ich nicht gesehen. Alles okay, Freunde. Da. Oh, nachladen. Gut. Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ullmann, ich wünschte, Sie würden diese albernen Witze sein lassen. Umgefallen. Lassen wir es krachen! Ach, halt die Klappe. Mann, so viel vergeudeter Platz. So ein toller Ort, um Pilze zu züchten. Pilze. Feuer legen. Lampe ein bisschen drin. Das kann blöd werden jetzt hier. Noch ein Angriff! Naja, ich kann eh nur einmal sterben! Das ist eine gute Feststellung, Junge. Anscheinend sind wir durch. Schaut mal, was hinter dieser Tür ist. Sind wir jetzt eigentlich schon in der Raketenbasis? Aufpassen! Boris, mein Freund, warum? Stepan, es reicht. Du kannst ihm nicht helfen, Stepan. Gehen wir. Ist er jetzt gestorben? Diese Bastarde! Boris, ich schwöre dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe! Okay, ich hab's gerade nicht mitgeschnitten, aber... Nee, ich glaube, das war ein Grabfeuer oder so. Ich glaube, da haben sie tot am Boden liegen. Oh, das ist schade. Also, ich glaube, seine Munition einsammeln können, die ja mit rumlegt. Ja, da war er. Es war ein Verlust nach dem anderen. Und der Tod eines jeden, der dabei half, meine Heimatstation zu verteidigen, war ein Nadelstich in meinem Herzen. Weiter geht's. Okay, vor uns liegen eine Pumpstation und ein Abwasserteich. Wir müssen die Tür öffnen. Munition. Gebt mir ein paar Minuten. Okay, los. Okay. An der Stelle habe ich mit dem Let's Play geprobt, die Lautstärke sein müsste circa. Was? Ah. Noch ein bisschen mehr. Da war ich noch nicht mit dabei. Kannst du irgendwas zu entdecken? Ich muss hier rumliegen noch. Offen! Gasmasken auf! Bin dabei. Sieht immer echt einladend aus. Ullmann, überprüfen Sie den Teich.
Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Alles frei. Gehen wir. Schön hinter dir. Wir haben noch ein bisschen Schrot mal zwingen heute, aber noch leider ein Geschoss. Nicht gerade allzu viel. Wird schön noch. Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchgang. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Die Dinosaurier sind hier. Sieht ganz so aus. Scheiße, abgeschlossen. Ich bin nicht überrascht. Irgendwo muss eine Steuereinheit sein. Artyom, schau dir mal diesen Raum an. Ja, immer wie immer wir, ne? Bist du in Ordnung, Artyom? Gut. Wir versuchen, zu dir zu kommen. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück. Das ist natürlich nicht alleine hier in den Raum. Okay. Das ist auch... sehr bescheiden. Ein nasales und ein anderer. Und noch eine Animation haben, scheiße. Wir treffen ja auch wieder. Ist ja auch hoffentlich das Ding. Hier Munition drin sein. Hey, hey, hey. Zwei Schuss und die Batterie. Müssen wir hier lang?
Wir müssen ja lang. Sehr verwirrend. Die andere Tür. Ja, das ist noch etwas anderes. Munition, hey. Sackgasse sein. Okay, kann auch nicht hochspringen irgendwie. Na gut, das auch. Also geht's noch hier lang. Gut. Wuh, wuh, wuh. Ich seh nicht. Ich seh ihn nicht. Ach, scheiße. Aber echt, fuck, fast keine Mumme dabei. Aber aufladen. Der so ist. Ach, da unten ist er. Ja, da ist er. Das ist keine Lobby-Dinger mehr. Scheiße. Mein weiter Leben. Und wie immer können die Fischer überall aus der Wand rauskommen. Neun scheiß Schuss, fuck it. Grusel, 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 Grusel. Nicht ausprobieren. Theoretisch könnte ich schon runter. Ne, mach auch nicht. Artyom, hier! Gott sei Dank, du lebst noch. Wir haben Stepan verloren. Mist! Hey, Ruhe! Was ist denn? Ein Geräusch aus dem Tunnel. Hört ihr es nicht? Da kommt etwas. Die U-Bahn. Ja. So, so, so. Was zur Hölle? Sieht nach einem automatischen System aus.
Das schaue ich mir mal an. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl dabei. Ach, warum denn? Alles klar. Es gibt keinen anderen Weg. Dann steigen wir ein. Los, rein mit dir. Hm, ich spiel vorne rein. Nächster Halt, D6. Jo. Wir waren jetzt nah an D6. Kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden hatten. Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Jo. Gasmasken, schnell! Ja. Hab. Artyom, nimm meinen Ersatzfilter. Ich könnte eher Ersatzmund gebrauchen. Aber echt nicht mehr so viel. Ist mal den Militärmund geladen. Verdammt, 20 Jahre ohne Wartung sind selbst für sowjetische Militärgebäude zu viel. Passt also gut auf. Besonders du, Artyom. Mach ich. Hm, sieht sauber aus. Der Kontrollraum sollte da sein. Schauen wir mal. Ullmann Wladimir bleibt hier und gibt Deckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Jawohl, Herr Offizier. Na los. Lampen oder sowas? Könnte sein, ja. Ja, sieht so aus. Ja. Ich habe mal den Mund gebrochen. Von irgendwo was versteckt, geheim. Ich hab auch nicht. Schaut nicht so aus. Ne. Platz wird nix, das war wohl nix. Yep. Genau so hatte ich mir alles vorgestellt. Diese Gebäude haben etwas. Ach, komm mal zurück. Eine sowjetische Seele. Aber was weißt du schon davon? Hier steht, dass es oben ein Luftfiltersystem für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust gebaut. Gut möglich, dass es noch funktioniert. Vorne irgendwas? Nein. Wo sind wir jetzt hin? Ist das da hoch? Ach, ich glaube, das ist da hoch.
nichts Gutes. Wir haben zu sehr auf diese Maschinen vertraut. Muss alles von Hand repariert werden. Artyom, da ist ein Notstartsystem. Geh nach oben zu diesem Vorsprung. Ich sag dir dann, was du tun musst. Okay. Gut, wir sagen nochmal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.